Stell dir vor, du hörst ein Lied ganz überraschend und denkst dir, in dem Lied ist alles drinnen, was deine Arbeit anbelangt, und du denkst dir, das Lied hätte das Zeug, ein Tabu zu brechen für die Kinderhospizarbeit. Und du rufst den Musiker an und fragst ihn, ob er das Lied Momo widmen würde, und der sagt ja. Und stell dir vor, dann rufst in der Musikszene mal die ersten an, sagst, wir haben da ein spannendes Projekt, bist dabei, und einer nach dem anderen sagt, ja, gern. Eine Sängerin nach der anderen sagt, ja, bin dabei, wann soll ich wo sein? Und plötzlich ist das Projekt realisiert. Und was für ein Projekt das ist, was für ein Ergebnis das ist, das war schon sehr beseelt, was wir da gemacht haben. Hast du jemals schon erlebt, wie schreiend laut es in dir ist? Wann keiner mehr ein Wort sagt, wann du das Denken ganz vergisst. Wann dir ein Vogel völlig unerwartet mit seinem wüden Schrei überrascht. Wann der Wind auch zärtlich streichelt, wie das noch niemand zuvor hat geschaut. Wo ein Sonnenstrahl die zärtlich weckt und die Luft nach Menschen riecht. Wann du irgendwo ein Bühne entdeckst, voller Farben, Form und Licht. Wann in irgendeinem Augenblick die Gänsehaut überdeckt. Ein Kind dir sein ganzes Lachen schenkt, das die aus dem Alltag hebt. Da ist die Freude in mir drin, die so nach außen strömt. Die Freude in mir drin, die unsere Einheit so ersehnt. Da ist es Brennen in mir drin, so hör wie die Sonne an unserer Welt. Da ist die Freude in mir drin, die unser Leben so erhöht. Stockfinster ist, das kann er mir um sich tun.